Herr Kutschera, wie sind Sie auf den Bonding Body aufmerksam geworden? Ja, ich bin auf die Bonding Bodies gestoßen, weil meine eigenen Kinder diese auch getragen haben. Meine Frau hat mir gesagt, es gibt ein Startup hier in der Region, die hat eine tolle Entwicklung gemacht. Und ja, dann hat sie mir eben gezeigt, wie unser Pepe sozusagen diesen Body anhat. Und ich war total begeistert, unser Sohn ist total begeistert. Und deswegen habe ich gedacht, was vielleicht unseren eigenen Kindern gut tut, kann ja allen Kindern in Hildesheim und Salzgitter gut tun. Und deswegen, ja, hatte ich Kontakt zu ihnen aufgenommen. Und es lief dann ja auch wirklich alles sehr motiviert und unkompliziert. Das Thema Bonding und Haut-zu-Haut-Kontakt hat mich tatsächlich einige Jahre beschäftigt, gedanklich. Angefangen hat es, als ich meinen Sohn Jakob bekommen habe, beziehungsweise als ich schwanger war, habe ich mich angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen, mir natürlich Haufen Literatur besorgt zum Thema Erziehung und gleichen, musste aber ziemlich schnell feststellen, dass Erziehung in den ersten Monaten und Jahren eigentlich gar keine große Rolle spielt, sondern es sind andere Dinge, die in den ersten Monaten relevant sind, und das ist vor allem die Nähe, die Geborgenheit, die man dem Baby vermittelt. Und ziemlich schnell bin ich auch auf die vielen, vielen vielseitigen Vorteile von Haut zu Haut Kontakt zum Baby gekommen. So vergingen die Jahre, und dann habe ich Nathan bekommen, meinen zweiten Sohn, und die ganze Geschichte hat sich wiederholt. Im Krankenhaus hat das noch super geklappt mit dem Haut-zu-Haut-Kontakt auf die Brust legen, und zu Hause im Wochenbett auch noch, da habe ich mir auch noch die Zeit genommen. Aber im Alltag hat das wieder komplett nachgelassen. So hat mich das Thema beschäftigt, und einmal, das war am Küchentisch, habe ich meinen Sohn Jakob, der damals 4 Jahre alt war, den habe ich einmal unter das T-Shirt gegriffen, um ihm am Rücken zu streichen bei einer Umarmung, und Nathan hatte ich bei mir hier auf der Hand. Und da hat es bei mir auf einmal Klick gemacht. Es wurde mir sofort klar, es kann nicht sein, dass ich bei meinem 4-jährigen Sohn einfach uns das T-Shirt greifen kann, jederzeit. Und das Baby, was ich eigentlich ständig bei mir auf dem Arm habe, dort sich der Hautkontakt eigentlich nur aufs Gesichtlein und die Händchen beschränkt. Und da wurde mir klar, okay, der Babybody ist super, den trägt mein Baby jeden Tag. Der hat auch absolut alle Vorteile, die man braucht für ein Kleidungsstück. Aber er stellt einfach eine Kleidungsbarriere dar, also eine Hautbarriere. Ich komm nicht durch. Und das war, als ich diesen Gedanken hatte, habe ich sofort zur Schere gegriffen und habe einfach am Rücken, ganz einfach, hier einen Schnitt gemacht. Und bin mit der Hand da rein. Und aus diesem Moment, das hat sich so einfach so wunderbar angefühlt. Und dann wusste ich ganz genau, hier, das fehlt.